Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kinotipp. Heute, da habe ich Gäste hier und das sind, verrate ich nicht, verrate ich erst nach dem Überblick. Bis gleich. Wunder, Julia Roberts als Mutter eines besonderen Jungen. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Vierfacher Golden Globe-Gewinner kommt ins Kino. Und wie versprochen, meine Gäste heute hier sind 1, 2, 3, 4, ich versuche das mal, Luisa, Lena, Leandra und Yannick. Ja, ihr habt zusammen einen Film gemacht, noch mit vielen anderen im Hintergrund. Wie heißt der Film? Der Film heißt Bedlam. Ja, und ihr habt den produziert in der Gesamtschule Brüggen, ist das richtig? Genau. Und wie kam es denn zu dem Film? Ihr seid ja schon alte Hasen, das ist für einige von euch ja nicht der erste Film, ne? Also für mich, für meinen Teil ist es der erste Film, beim letzten Film wäre ich theoretisch dabei gewesen, hat aber dann leider nicht ganz gepasst. Holger hat uns immer wieder darauf gebracht, das ist sein dritter Film jetzt, den er mit Schülern dreht. Holger ist euer Regisseur und Lehrer, Ex-Lehrer. Ja. Ex-Lehrer, genau. Und ja, der hat immer ganz spannende Filmideen und hat uns dann irgendwann angesprochen, ob wir nicht Lust haben, da mitzumachen. Jetzt einen Film drehen, das ist ja schon eine große Aufgabe. Ihr beide habt mitgespielt. Ihr spielt, tja, die eine ist eine Verrückte. Und was ist deine Rolle, Leandra? Ja, ich spiele den bösen Part in dem Film, quasi. Und die arme Verrückte, was machst du? Ja, also ich bin in einer Irrenanstalt, kann man so sagen, in einer Zelle. Und ja, werde da von meiner Therapeutin therapiert und erzähle halt meine Geschichte, wie ich da reingekommen bin. Aber das Ganze ist ja ein sehr, sehr gruseliger Film, eigentlich schon wieder ein Vampirfilm, ne? Ja, nein, also es ist ähnlich, aber es ist eben doch nicht wirklich Dracula. Also es hat eher mit einem Dämon zu tun. Mit einem Dämon. Das heißt, du bist von einem Dämon besessen und der muss raus. Nein, nicht unbedingt. Du willst doch nicht so viel verraten, habe ich den Eindruck. Genau. Okay, ihr wollt nicht viel verraten. Ich kann aber so viel verraten, ihr habt ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Arbeit in diesen Film reingesteckt. Das sieht man, wenn wir gleich mal reinschauen werden, alleine schon mit den ganzen Sets, den Drehorten, die ihr gehabt habt. Wie seid ihr denn da dran gekommen, Yannick? Ja, also die meisten Sachen, die waren mehr Zufall, dass wir darauf gestoßen sind. Also zum Beispiel die Stiftung Schloss Drachenburg, wo wir gedreht haben, da sind wir durch Zufall im Internet drauf gestoßen und haben halt festgestellt, dass das noch sehr in diesem Zeitalter halt eingerichtet ist und auch das Schloss noch sehr gut erhalten ist. Und da haben wir einfach angefragt, ob wir da drehen dürfen und haben auch eine Zusage bekommen. Zwar während des normalen Besucherbetriebs, das war dann ein bisschen schwierig, immer da damit zurechtzukommen, aber ja, so haben wir da einfach drehen können. Und ihr wart noch in anderen Schlössern, auch hier in der Nähe, im Nettetal, glaube ich? Wir waren in Grefrath im Freilichtmuseum. Das war nicht das Schloss, das war Freilichtmuseum. Da sind halt noch ein paar Häuser aus früherer Zeit rekonstruiert. Und da haben wir zum Beispiel auch auf einem Hof dann halt einige Szenen gedreht oder in einem Kräutergarten. Und wir waren in Schloss Benrath in Düsseldorf. Und da haben wir in einem großen Kuppelsaal drehen dürfen. Da ist allerdings nicht so viel Einrichtung, deswegen war es da nicht möglich, doch mehr zu drehen. Und wie macht man das? Tach, wir sind die Gesamtschule Brüggen, wir wollen ja drehen. Ja, nicht ganz so pauschal. Also man haben halt angefragt, ob das möglich wäre, da zu drehen. Und haben halt auch gesagt, gut, wir sind eine Schule, wir machen das als Schulprojekt, wir haben nicht das große Geld. Wie können wir da irgendwie zusammenkommen? Und ja, in beiden Fällen oder in allen drei Fällen haben wir das auch machen können, ohne da jetzt was für leisten zu müssen. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, es ist ein historischer Film. Historischer Film braucht auch historische Kostüme, historische Frisuren zum Beispiel. Dafür hast du gesorgt. Also damals hat man ja wohl ganz andere Sachen getragen als heute, ne? Genau, alles immer schön mit Korkenzieherlocken und hochgesteckt. Also ja, es war ziemlich viel Arbeit so. Ein, zwei Stündchen vorm Dreh ging es dann schon los, ne? Hast du dafür recherchiert? Man muss ja schauen, was war denn damals Mode? Ja, das hat der Regisseur für mich erledigt, der Holger. Der hat die Frisuren rausgesucht, hat uns gesagt, was er sich so wünscht. Und das habe ich dann in die Tat umgesetzt mit der Hilfe einer Freundin von ihm. Ja. Und wie viel Arbeit steckt in so einer Frisur und auch in dem Make-up? Man hat sich ja sicherlich damals auch ein bisschen anders geschminkt. Ne? Ja, die Schminke war jetzt nicht so anders als heutzutage. Viel roter Lippenstift, passt natürlich auch zum Film. Ja, sehr natürliches Make-up, natürlich für einen Dämon ein bisschen dunkler. Und ja. Heute lange glatte Haare, was hat euch besser gefallen, das damals vielleicht? Könntet ihr euch das vorstellen? Also damals war es auf jeden Fall deutlich zeitaufwendiger. Ich brauche nicht lang für meine Haare, die werden einmal kurz durchgebürstet und das war's.
Es sind definitiv sehr viele schöne Frisuren dabei, aber vieles auch sehr überheblich. Gibt es was ganz Spezielles, woran ihr euch noch an diesen Dreh erinnert, was vielleicht gut geklappt hat oder so weniger gut? Also es gibt eine ganz schöne Szene, wo wir beide gesagt haben, das ist eigentlich fast unsere Lieblingsszene. Ja, wo sie mir so ein bisschen eine Liebeserklärung macht. Und das war dann auch auf Schloss Drachenburg. Und das war sowieso das Highlight, überhaupt da drehen zu dürfen, weil das alles noch wie früher ist. Und auch mit den Touristen war das überhaupt kein Problem. Man konnte sich trotzdem auf sich konzentrieren und hat das ausgeblendet. Du sprachst von der Liebeserklärung. Wenn wir in den Trailer schauen, da wird es schon ein bisschen intensiver. Das sieht eher nach einer lesbischen, heißen Umarmung da aus. Wie war denn das? Ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger. Ja, also dadurch, dass wir uns eben kennen und uns auch sehr gut verstehen, war das für uns überhaupt kein Problem. Anfangs vielleicht ein bisschen befremdlich, aber das hat sich eigentlich super schnell gelegt. Ich komme nochmal auf die Kamera zu sprechen, auf den Yannick. Du hast die Kamera übernommen, super wichtiger Part. Hast du dich davon irgendwas beeinflussen lassen? Denn man muss ja bei so einem Film vielleicht ganz anders vorgehen, ne? Inwiefern beeinflussen lassen? Naja, zum Beispiel hast du große Vorbilder gehabt. Es gibt ja diverse Dracula-Filme, obwohl ich den Namen ja kaum sagen darf. Leuchtet man so einen Film vielleicht anders aus? Also ich habe mich eigentlich nicht viel beeinflussen lassen. Ich war im Sommer beim Praktikum am WDR und habe da einfach sehr viel mitgenommen von da, was man machen kann und wie man es machen kann. Und das habe ich halt auch versucht, mit in den Film einfließen zu lassen. Aber ich habe eigentlich meine eigene Kreativität genutzt und auch in Absprechung mit der Regie natürlich entsprechend beleuchtet und das Bild eingefangen. Und mit der Kamera kann man ja sehr viel Geschichte erzählen und auch sehr viele, sag ich mal, Schockmomente oder dergleichen erzeugen. Wie bist du da vorgegangen? Kannst du dich an was erinnern? Also es gibt immer sehr schöne Momente, auch wo man dann selber hinter der Kamera steht und Gänsehaut halt bekommt. Ich kann jetzt gerade nicht direkt eine Szene nennen. Wir wollen ja auch noch nichts verraten. Genau, aber es wird welche geben und ich weiß auch, also ich habe sie ja auch nachher noch geschnitten und habe halt auch gesehen, wie es jetzt auch nachher auf der Leinwand wirkt und da bin ich den Mädels ja auch schon ein bisschen voraus und das wird auf jeden Fall spannend werden, ja. Du hast es auch geschnitten. Muss man sich da von gewissen Sachen trennen, wo man sagt, Mensch, das ist eigentlich super schön geworden, aber es passt hier gerade nicht? Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch oft mal lautere Töne dann beim Schneiden, wenn man sich da nicht so ganz einig ist, was jetzt der bessere Take gewesen ist. Es ist nicht immer ganz einfach, auch nachher das Ganze, was man aufgenommen hat, dann auf knappe 80 Minuten zu kürzen, ist auch nochmal so eine Sache. Ist es nie einfach, natürlich. Ihr beide habt ja schon eine Erfahrung mitgemacht. Das heißt, ins Schauspielern seid ihr nicht so reingestolpert, sondern ihr habt mir erzählt, da gab es schon einen kleinen Kurs vorher, ne? Ja, genau. Also einen Schauspielworkshop. Das hat einer gemacht, der sich damit ein bisschen auskennt. Der hat, glaube ich, da auch eine Ausbildung gemacht und hat uns dann so ein bisschen gezeigt, wie man am besten aus sich rauskommt, Emotionen zeigt und ja. Wie man in Szenen nochmal improvisiert, das heißt, man bekommt eine bestimmte Szenenvorgabe und muss dann einfach spontan irgendwie dazu spielen. Wow, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ganz viel über den Film geredet, jetzt sind wir neugierig, jetzt gucken wir auch mal rein. Schon wieder vergeudest du deine Zeit an alte, staubige Bücher. Du bist nicht die Tochter von Lord of Chichester. Wer bist du? Werde ich so enden wie Viola? Niemals. Du wirst meine Gefährtin sein. Dem armen Ding nahm ich sein ganzes Blut. Du weißt, das tat ich mit dir nicht. Wenn es so weit ist, werden wir uns vereinen. Im Leben und im Tod. Wir werden unsere Seelen und unser Blut für immer teilen. Du wirst so sein wie ich. Und wenn ich das nicht will? Das wirst du. Badlam von der Gesamtschule Brüggen mit vier Akteuren aus dem Film hier. Und was wir eben ja so nicht gesehen haben, Make-up ist ja nicht nur das, was man sich ins Gesicht so reinschminkt, um besser auszusehen, sondern du hast ja noch ganz andere Sachen zu tun gehabt. Genau, was ich eigentlich am liebsten mache, ist alles, was mit Blut zu tun hat. Also alles, was Wunden angeht oder blaue Flecke. Bei Lena
die Augenringe zum Beispiel. Die lassen sich doch herstellen, oder? Ja, auf natürliche Art und Weise. Also es waren auch schon dreckige Füße dabei. Das war vielleicht nicht so mein Lieblingspart. Aber gut. Ja, was wir auch dabei haben, sind Krallen, blutige Krallen. Also so sind die Wunden dann auch entstanden. Also nicht durch Vampirzähne. Das ist vielleicht auch nochmal was Neues, was man dann da sehen kann. Jetzt wüsste ich gern, woher kannst du das? Denn sowas lernt man ja nicht im Matheunterricht. Nee, aber auf YouTube. Das ist doch sowas gut. Genau. Also da habe ich so meine Lieblings-YouTuber, die mir dann so zeigen, wie alles geht. Und dann den Holger, der mir dann die ganzen Sachen bestellt. Der Holger bestellt die ganzen Sachen. Da stellt sich doch irgendwo die Frage nach dem Budget. Denn mit so einem Film, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich nicht die Riesengehälter bekommen habt, irgendwas kostet es doch ja immer. Wo kommt das her? Also wir haben einen Hauptsponsor, das ist die Volksbank und eben viele kleinere Sponsoren, die dann eben durch unsere ganzen Crewmitglieder zustande gekommen sind und auch durch Holger. Und so sind wir eben auch irgendwann auf eine ansehnliche Summe gekommen und konnten das alles finanzieren. Habt ihr eine Lieblingsszene in dem Film? Ich frage mal alle. Lena, du zuerst. Also eine richtige Lieblingsszene, ja, ne, wie eben schon genannt, erstmal die Liebeserklärung auf Schloss Drachenburg auf jeden Fall. Aber ich mag die Szenen auch ganz besonders in der Zelle, wo ich dann sehr viel spiele, weil das einfach Szenen sind, da kann man aus sich rauskommen. Da muss man viel mit Emotionen arbeiten und das macht sehr viel Spaß, mal jemand ganz anders zu sein. Jetzt habt ihr beide in diesem Film mitgespielt. Habt ihr auch das Gefühl, das mache ich auch später mal, das wäre ein Berufswunsch? Also ein Berufswunsch glaube ich nicht, weil man merkt eben doch, wie viel Arbeit dahinter steckt und ich weiß nicht, ob ich mir das zukünftig immer vorstellen kann, also sowas hauptberuflich zu machen. Es hat super viel Spaß gemacht nebenbei, es war die Erfahrung wert, aber hauptberuflich quasi denke ich eher nicht. Und bei dir, Lena? Also es ist ja jetzt auch schon mein zweiter Film, den ich mitmache. Mir macht das total viel Spaß. Aber beruflich jetzt später, man muss immer gucken als Schauspielerin, dass man an neue Filme kommt. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass man nicht das Glück hat, zu irgendeiner Rolle zu kommen. Und dann muss man sich schon Gedanken machen, wo kommt das Geld her, wie bringe ich jetzt was rein. Und deshalb habe ich mich dafür einen anderen Weg entschieden. Und wenn jetzt irgendein Filmteam des Weges kommt und sagt, wir machen hier wieder Low-Budget- oder No-Budget-Film, seid ihr dann dabei? Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt noch mal jemand um die Ecke kommt und nachfragt, das noch mal einfach als Hobby zu machen, ja. Alles klar, aber ich könnte mir bei Luisa vorstellen, dass du das mal machen willst. Denn du hast ja gesagt, das machst du schon seit du klein bist. Ja, das mache ich tatsächlich sehr gerne, aber auch nur privat, weil ich bin sehr teuer. Und ich denke, das Geld, was man da verdient als Maskenbildnerin oder als Visagistin oder als Kosmetikerin, ist nicht das, womit ich leben kann. Ich möchte eher so in die medizinische Richtung gehen. Oh, ganz was anderes. Jetzt bin ich bei Yannick natürlich gespannt. Ich glaube, du hast vorher wahrscheinlich schon ein bisschen fotografiert, bevor du zur Kamera gekommen bist, ne? Ja, genau. Also hobbymäßig habe ich schon sehr lange mich mit Fotografie beschäftigt. Durch die Kameraführung jetzt beim ersten Film hat sich das einfach ausgeweitet und jetzt auch mit dem zweiten Film habe ich dann mein Physikstudium abgebrochen und dann doch mal überlegt, ob nicht irgendwas Kreatives sinnvoller wäre. War eben ja auch dann beim WDR. Es ist nur sehr schwierig, einfach in diesen Beruf reinzukommen, gerade weil halt viel mit freien Kameramännern halt auch gearbeitet wird und das ist natürlich ein bisschen schwierig als Berufsziel zu haben. Und des Weiteren ist es ja auch ein sehr körperlicher Job, wenn man die Kamera auf der Schulter tragen muss. Wir haben jetzt ein leichtes Objekt als Kamera, aber die gibt es ja auch deutlich schwerer. Ja, du bist jetzt nicht so der... Also ich habe mehr Schulter, sagen wir mal so. Nächste Woche ist Premiere. Wahrscheinlich eine dumme Frage zu fragen, freut ihr euch darauf, aber bereitet ihr euch da irgendwie drauf vor? Fiebert dem ihr entgegen? Seid ihr da nervös? Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir freuen uns, glaube ich, alle darauf, das zu sehen. Yannick hat das beim Schneiden schon mal alles ein bisschen gesehen. Wir kennen das jetzt nur, also Leandra und ich kennen das so ein bisschen vom Synchronisieren, aber wir freuen uns sehr, das dann im Ganzen zu sehen. So kennen wir es noch nicht. Dürft ihr noch nicht sehen? Naja, es ist auch so ein bisschen für uns eine Spannung. Ne? Ja. Was sagst du? Also es ist auch für uns definitiv dann so ein bisschen Überraschung dabei, einfach weil wir kennen die Szenen, die wir selber gedreht haben, wir kennen sie aber nicht fertig mit den ganzen
Zusatztönen, die da noch zukommen, sowas wie Vögel zwitschern oder sonst irgendwas. Oder ich kenne auch viele Szenen nicht, wo nur Lena und unsere andere Schauspielkollegin waren, die kenne ich nicht. Und das Endergebnis dann zu sehen, ist super spannend. Jetzt kann man ja im Film sehen, ihr seid ja in eine andere Zeit geschlüpft. Das heißt, ihr seid in andere Kleider geschlüpft, andere Haare, haben wir schon drüber gesprochen. Ist das was für eine junge Frau, die zu sagen, ach mal, so eine ganz andere Epoche zu durchleben, das ist was für mich? Ja, also ich finde es super interessant. Die Kostüme waren nicht immer ganz bequem wegen den Corsagen, aber es war einfach super schön, mal so ein bisschen in diese andere Zeit reinzugehen. Auch wenn die Sprache, die damals gesprochen haben, etwas gewöhnungsbedürftig war. Oh, gib mal ein Beispiel. So, höre auf, so ein Trübsal zu blasen. Ja. Oh. Was war das denn immer bei dir? Das war was richtig Lustiges. Weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht dran erinnern. Also diese geschwollene Sprache war etwas gewöhnungsbedürftig. Ja. Höre auf. Jedwede Regel. Jedwede Regel. Ja, ja, das war eine Szene, die wir sehr oft spielen mussten, weil einfach dieses Wort in einem Satz zu öfteren Zungenbrechern geführt hat. Also gegen jedwede Regel, ja, man merkt es schon. Gegen jedwede Regel kommen wir jetzt einfach mal zu unserem nächsten Film, den wir Ihnen heute mal vorstellen wollen. Aber wir kommen gleich zu unseren vier Akteuren hier zurück. Und zwar zu Wunder, zu Wunder. Das ist der neue Film mit Julia Roberts und dem aufstrebenden Star Jacob Tremblay. Und dieser spielt den 10-jährigen August Oggy Pullman. Und dieser leidet an einem seltenen Gendefekt, der sein Gesicht entstellt. Bisher hat er sein Gesicht unter einem Astronautenhelm versteckt und wurde zu Hause unterrichtet. Doch nun soll er eine reguläre Schule besuchen. Wir treffen uns nach der Schule genau hier. Okay? Genau hier. Ich hab dich lieb. Hab dich auch lieb. Wir sehen uns nachher. Kannst du mich hören? Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach starren. Wer etwas ganz Besonderes ist, muss sich nicht verstecken. Wir reden jetzt mal von Mann zu Mann. Also, weiter kann ich nicht mitkommen, denn alles jenseits von hier ist vaterfreie Zone und du willst nicht mit deinen Eltern aufkreuzen, denn das ist uncool. Aber du bist cool. Naja, ich schon, aber... Eigentlich sind die meisten Väter uncool und das gilt auch für diesen Helm hier. Hey, zwei Regeln. Erstens, heb nur einmal pro Stunde deine Hand, egal wie viel du richtig beantworten kannst. Aus der Naturwissenschaft, da kannst du sie fertig machen. Check. Zweitens, es kann so aussehen, als wärst du ganz allein, Orgi, aber das bist du nicht. Check. Wollen wir den abnehmen? Komm schon, Kostüme sind was für Halloween. Startsequenz einleiten. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Viel Spaß. Bis später. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Mission und Gottes Segen. Alles stark klar. 9, 8, 7, lieber Gott, mach, dass sie nicht zu ihm sind. 4, 3, 2. Wunder wurde in den USA überraschenderweise zum Hit, obwohl der Regisseur da doch einige Klischees genutzt hat. Aber tolle Schauspieler machen aus einem eher simplen Film einen großartigen Film. Hast du schon mal an eine Schönheitsoperation gedacht? Mann, die habe ich doch schon hinter mir. Es ist harte Arbeit, so gut auszusehen. Könntet ihr euch vorstellen, vielleicht auch mal woanders Filme zu machen? Also jetzt hier in Brüggen ist eine Sache, aber in Hollywood, da machen wir ganz andere Filme. Ne? Habt ihr da irgendwie Vorbilder? Vorbilder jetzt nicht direkt. Aber bei dem letzten Film, also... Woanders zu drehen, kann ich mir gut vorstellen, denn wir haben bei dem letzten Film schon in Paris gedreht, wo ich dann auch dabei war. Und das ist schon mal was anderes, ja. Wow, da wart ihr leider noch nicht dabei. Ja, doch, also doch. Luisa und Yannick waren dabei, genau. Und ja, da kann man sich doch ein bisschen wie ein Filmstar vor, oder? Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall, wenn man dann mit dem ganzen Equipment da durch die Stadt läuft, da kommt man sich dann schon ein bisschen... wie ein Filmstar vor, wenn man dann sehr viel angeguckt wird natürlich auch, wenn man dann sich mit der Kamera mal eben auf die Straße stellt. Und es ist natürlich auch nicht einfach gewesen, weil wir halt mit dem Auto nicht viel fahren konnten in Paris. Das ist natürlich auch vom Verkehr nicht sehr praktisch. Und dann mussten wir eben mit der U-Bahn und dann mit dem ganzen Equipment unterm Arm
loslaufen. Das heißt, diese Dreharbeiten jetzt zu Bertlheim liefen ein bisschen anders ab. Abends immer zu Hause geschlafen. Wie viel Drehzeit steckt dahinter? Also jede Menge. Wenn wir einen Drehtag haben, dann mussten wir uns wirklich darauf einstellen, dass das von morgens bis abends geht. Weil das fängt natürlich direkt bei Maske an und endet dann, wenn wirklich alles wieder zusammengepackt ist. Und diese Szenen, die muss man ja auch ganz oft drehen, weil halt dann irgendwas nicht stimmt. Oder wie bei unseren Filmen, da die in der alten Zeit spielen, wenn da ein Auto durchgefahren ist oder so. Ja, ist dann ärgerlich, wenn dann gerade der Text passte. Aber das sind so Sachen, wo man dann halt echt einen ganzen Tag einplanen musste. Hm. Ihr habt ja noch so einiges an Text lernen müssen. Wie sieht es denn damit aus? Gab es da so den einen oder anderen Texthänger, wo vielleicht mal so ein halber Tag weg war? Den einen oder anderen ist gut. Es gab deutlich mehr auf jeden Fall. Im Endeffekt hat es dann irgendwie immer geklappt oder es wurde viel zusammengeschnitten. Es war schwierig, nicht nur weil es manchmal viel Text war, sondern auch einfach weil es eine andere Sprache war. Also ja, ein bisschen älter. Okay. Ja, dann könnt ihr mich jetzt mal testen, ob ich den nächsten Titel richtig hinkriege. Das ist nämlich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das war richtig. Mildred Hayes, warum haben Sie die Billboards aufgestellt? Meine Tochter Angela wurde vor 7 Monaten auf diesem Straßenabschnitt ermordet. Am klügsten ist es, die besten Schauspieler zu engagieren. Die Polizei scheint mehr damit beschäftigt, Schwarze zu foltern, als echte Verbrechen aufzuklären. Und dann lässt man ihnen freien Lauf während des Drehs. Was bist du, ein Idiot? Sag zu mir nicht Idiot, Dixon! Hab ich doch gar nicht. Ich fragte, ob du ein Idiot bist. Das war eine Frage. Hingelegt, Cedric. Er bevorzugt die Arbeit im Ensemble und ich denke, dass sich Martin als Filmregisseur sein eigenes Ensemble schafft. Es ist sein 2. Film mit Woody und sein 2. mit Sam. Es gibt eine Reihe von Schauspielern in diesem Film und Martin weiß, was sie können. Wie heißen Sie? Mein Name steht auf dem Schild, Mann. Sind Sie schwerlesend? Oh, schwerlesend. Nein, nein, das ist gut. Schwerlesend, also analog zu schwerhörig. Aber Sie haben gesagt schwerlesend. Sie sind ein Fan von Wortspielen, ne? Was wollen Sie? Martin liebt Proben mit Schauspielern bei seinen Theaterstücken. Wenn er Schauspieler mit einem Theaterhintergrund für Filme besetzt, ergibt sich ein blindes Vertrauen. Wie viel haben die Billboards gekostet? Ungefähr so viel wie ein Sattelschlepper. Lass sie los! Au! Ich müsste mal kurz aufs Klo. Es ist wirklich fesselnd, Schauspieler zu sehen, die außergewöhnlich und interessant und überraschend sind. Halt die Fresse. Man kann sich niemand sonst in diesen Rollen vorstellen, wenn man diese Szenen spielt. Einfach unmöglich. Was denn, willst du etwa zu deiner Geliebten? Ich habe keine Geliebte. Ja, ich weiß. Viele Schauspieler in kleineren Rollen wie Amanda oder Brandon Sexton waren schon in Seven Psychos dabei oder haben wie im Fall von Shelko und Carrie Condon in Stücken von mir mitgespielt. Es ist doch toll, neue Leute wie Caleb zu entdecken. Ein toller Schauspieler, mit dem ich hoffentlich noch viel arbeiten werde. Ich dachte, Sie verprügeln nur Schwarze, Dixon. Ich mag die Idee, ein Repertoire an Schauspielern zu haben, mit denen ich Film um Film drehe und die ganz andere Rollen in jedem neuen Film spielen. Es fühlt sich an wie eine Familie und das ist irgendwie beruhigend. Regisseur Martin McDonough, der hat uns ja schon 2 richtig tolle Filme abgeliefert. Einmal 7 Psychos und Brügge, Sehen und Sterben, einer meiner Lieblingsfilme, gebe ich zu. Ja, und auch sein neuer Streifen, der ist absolut sehenswert. Tolle Geschichte, tolle Schauspieler, hat schon 4 Golden Globes gewonnen. Ich bin überzeugt, der gewinnt noch mehr. Ungewöhnlicher Film. Willoughby hat sehr viele gute Freunde hier in dieser Stadt, Miss Hay. Oh. Sie haben heute nicht zufällig ein kleines Loch in den Zahnarzt gebohrt, oder? Natürlich nicht. Hä? Ich sagte natürlich nicht. Ungewöhnliche Arbeit wahrscheinlich auch nach der Kameraarbeit, nach dem Schnitt. Der Ton, der ist genauso wichtig, ne? Ja, und da stecken wir auch noch so mittendrin. Wir sind jetzt schon zum 3. Mal im Kempener Lichtspiele in einem Kino, wo die Premiere laufen wird, und um da einen Tontest durchzuführen. Und nächste Woche ist Premiere und ihr arbeitet noch dran. Genau. Das nenne ich Einsatz. Ja, es ist aber auch das Ende der Arbeit jetzt gerade. Also es sollte jetzt am Montag alles funktionieren. Wir haben uns also jetzt dafür entschieden, den Ton auf Surround 5.1 zu legen. Und das sollte nochmal ein anderes Kinofeeling geben. Gab es denn auch so ein paar richtig heftige Szenen während des Drehs? Also eine haben wir ja eben schon angesprochen, aber es geht ja auch noch ein bisschen ruppiger zu, ne? Genau, also das ist meistens in der Zelle, wo ich dann gespielt habe mit meiner Therapeutin. Und da gab es Szenen, wo halt dann mal die Wärter einsetzen mussten. Und das hat auch jede Menge Spaß gemacht. Und gab es auch blaue Flecke?
Nee, das nicht, aber die Männer haben sich danach beschwert, dass es sehr anstrengend war. Ich musste mich ordentlich wehren. Ja, das hat schon Spaß gemacht, ja. Sich gegen die Männer da aufzubringen. Ja. Und du hast natürlich die Frisur kaputt gemacht, oder? Ärgert dich das im Moment dann? Ach, das hat mich eher gefreut, weil die war sowieso ganz durcheinander. Alle Haare einfach nur mit der Bürste hochtupieren und das war sowieso immer ganz verrückt. Lass uns noch ein Wort oder ein paar ganze Sätze über euren Regisseur verlieren. Ne? Das ist euer Lehrer, wie heißt er? Euer Ex-Lehrer, Entschuldigung. Ex-Lehrer Holger Wieck. Und was ist sein Job? Was hat er hinter der Kamera gemacht? Alles. Alles. Also er hat ja auch erstmal sich die ganzen Geschichten ausgedacht. Er hat die Drehbücher geschrieben, er hat alles gemacht. Er hat uns gefahren, er hat Termine vereinbart, wann wir drehen, wo wir drehen, was wir drehen, Sponsoren gesucht. Also der ist eigentlich so der große Mann hinter allem. Könnt ihr euch vorstellen, warum er sowas macht? Warum nimmt er sowas auf sich? Da muss man doch mit viel Liebe an die Sache gehen, oder? Liebe zum Film. Eine Leidenschaft einfach. Und hat euch ganz schön traktiert, weil ich nehme an, das war nicht alles beim ersten Mal im Kasten, oder? Also das musste er auch zwischendurch tun. Er musste uns auch ganz klar sagen, wo es lang geht, weil sonst hätte das alles nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat. Er musste schon einen Plan darüber haben, was gemacht wird und er musste uns das ganz klar sagen. Besonders wenn es dann auch darum ging, die Texte auswendig zu lernen. Aber ja, das war schon wichtig, dass er da auch immer den Überblick behalten hat und uns das gesagt hat. Gibt es so eine Top-Zahl? Wie oft hat er mal eine Szene wiederholen lassen? Es gibt eine Top-Zahl, ja. Janik, kennst du die? Die sollte so auf die 130 Takes zulaufen. 130 Takes? Das hat ja noch nicht mal Stanley Kubrick geschafft. Ja, also das kam dadurch zustande, dass das einfach eine sehr lange Szene war. Und dann, wenn man sich die zu Hause angeguckt hat, hat man erst gesehen, dass die Lichtverhältnisse nicht ganz stimmten oder da Kleinigkeiten waren, die nicht korrekt waren. Und dann musste man halt nochmal drehen. Und der ist also richtig pingelig. Ja, aber das... Na gut, er ist ja auch Mathelehrer, ne? Ja, aber wenn man wirklich was erreichen möchte und wenn man sehr viele Leute ansprechen möchte und möchte, dass es denen gefällt, dann muss man auch pingelig sein. Ich weiß ja, sein Lieblingsfilm ist Annie Hall, der Stadtneurotiker von Woody Allen. Und Woody Allen zeichnet immer richtig tolle Charaktere in seinen Filmen und arbeitet die auch gut heraus. Wie sieht es aus? Habt ihr das Gefühl auch gehabt, dass das nicht irgendwelche oberflächlichen Figuren waren, sondern die richtig in die Tiefe gingen? Das auf jeden Fall. Also gerade Lenas Figur war sehr emotional, sehr sentimental, konnte aber auch eigentlich ganz anders, eben dadurch, dass sie sich im Film sehr gewandelt hat. Und ja, bei meiner Figur war es eher so, dass sie so die Trockene war, die eigentlich nur an sich gedacht hat. Und das war jetzt nichts einfach oberflächlich, irgendwas lieblos ausgedachtes. Camilla ist ja ein ziemlich dramatischer Stoff, auf dem er teilweise basiert. Gibt es auch Humor in dem Film? Eher wenig. Ist dir beim Schneiden welche aufgefallen? Ja, aber das lag dann eher in den Abschnitten nach der Klappe. Also in den unfreiwilligen Sachen. Ne? Genau. Ja, von eurem Film kommen wir mal zu einem anderen deutschen Film. Und zwar von Özgür Yildirim. Und der heißt Nur Gott kann mich richten. Da wollen wir jetzt mal reinschauen. Moritz Bleibtreu spielt die Hauptrolle. Er spielt Ricky, der nach 5 Jahren im Knast dringend nach Arbeit sucht. Als sein alter Freund ihm ein scheinbar sicheres Ding in Aussicht stellt, macht er natürlich mit. Denn mit dem Geld möchte er sich eine neue Existenz aufbauen. Doch dann kommt es zu Komplikationen. Stehen bleiben! Umdrehen! Du sollst dich umdrehen! Hände an den Zaun! Hände an den Zaun! Alle verletzten Kollegen brauche RTW. Verstanden, 1222. RTW kommt. Simbo? Özgür Yildirim hat nach seinem Film Chico wieder einen Film im Drogenmilieu gemacht und leider hat er ganz viele Klischees dafür hervorgekramt und so ist eigentlich nur so ein Action-B-Film übrig geblieben. Viele tolle, gute schauspielerische Leistungen, aber das war es schon. Kein wirklich toller Film. Ihr habt 2 Tage Zeit, mir 100 Mille zu bringen. Das ist Business, Dicker.
Platz 5. Einen Platz runter geht es für Jumanji, Willkommen im Dschungel. Seit Start wurden für die Fortsetzung bereits über 1,6 Millionen Tickets gelöst. Platz 4. Ebenfalls eine Position verlierte The Commuter. Den Actionfilm mit Liam Neeson wollten seit Start rund 375.000 Zuschauer sehen. Platz 3. Auf den ersten drei Plätzen gibt es überraschend nur deutsche Filme. Dieses bescheuerte Herz wurde seit Start von über 1,6 Millionen Besuchern gesehen. Mann, siehst du scheiße aus. Du auch. Platz 2. Neu in den deutschen Kinocharts ist Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Die Fortsetzung der Verfilmung des Kinderbuches lockte rund 150.000 Fans ins Kino. Also, was ist der Plan? Wir können euch doch helfen! Ich kann gleich die sieben Zwerge rufen. Platz 1. Der höchste Neuansteiger der Woche ist Hotdog. Die Actionkomödie mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer wollten nur über 150.000 Zuschauer sehen. Wenn du das hier knackst, dann küsst er dich auf Zunge, okay? Nein, das ist nicht okay. Jede Frau mit ein bisschen Selbstachtung würde ihnen sagen, okay. Gut, wir haben euch vier hier, zwei waren hinter der Kamera, aber hinter der Kamera waren ja noch ganz viele andere Leute, ne? Genau, wir waren ja doch ein relativ großes Team, aber es hat auch mal am einen oder anderen Tag auch mal zum Beispiel der Tonmann gefehlt. Da bin ich auch mal zum Beispiel eingesprungen, weil während des Drehs habe ich natürlich nicht so viel zu tun, als mal abzupudern. Und dann habe ich auch mal den Ton gemacht. Oder Leandra ist auch oft mal für mich eingesprungen, wenn ich mal nicht konnte, und hat mich dann unterstützt mit dem Schminken. Die Frisuren, die habe ich dann noch weiterhin gemacht. Aber wirklich jeder hat alles gemacht, jeder war für jeden da. Das heißt, die Hauptfiguren haben nicht faul im Wohnwagen gesessen und Sekt getrunken. Na, sowas. Ne? Also klar, bei sowas muss jeder mit anpacken. Campen, Premiere nächste Woche. Wollt ihr was dazu loswerden? Wann und wo? Wer kann kommen? Alle. Also alle, die eine Karte gekauft haben, sind herzlich willkommen. Und es sind ja auch noch Karten vorhanden. Am 1. Februar ist dann die Premiere. Einlass ist um 19.30 Uhr. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt und anwesend ist und uns damit auch unterstützt. Ein klarer Aufruf für Bethlehem, eurem Film hier. Toll, dass ihr da wart. Toll, dass ihr den vorgestellt habt. Und ich drücke toi, toi, toi euch die Daumen, dass er gut ankommt. Und ich hoffe, dass ihr einfach nochmal einen macht. Ihr macht so einen tollen Eindruck, so einen motivierten Eindruck. Das soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Also, Dankeschön an euch alle. Ich versuche das jetzt nochmal an Luisa, Lena, Leandra und Yannick. Habe ich geschafft. So, nächste Woche sehen wir uns wieder hier im Kinotipp. Und da sehen wir Maze Runner 3. Jo, auf den habe ich gewartet. Oder auch nicht. Außerdem haben wir Criminal Sport und die kleine Hexe mit dabei. Also, viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal.